Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies. Heute gibt es mal eine Premiere auf Stream Wars, denn zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte unseres Kanals stellen wir euch heute eine eigenproduzierte Gameshow eines Streamingdienstes vor. Und die hat es mal wirklich in sich, denn sie ist ein actiongeladener und zugleich urkomischer Mix aus Trash-TV, Ninja Warrior und der Mutter aller TV-Parcours, Takeshis Castle. Und spätestens bei dem Titel dieser abgefahrenen neuen Show müsste es bei den meisten von euch klingeln, denn dieser lautet: Der Boden ist Lava. Netflix hat sich nämlich in einem nostalgischen Moment dafür entschieden, den generationsübergreifenden Kinderspielklassiker wieder zum Leben zu erwecken. Und egal ob zu Hause zwischen den Möbeln, draußen auf dem Spielplatz oder im Klassenzimmer, das wirklich Geniale an dem Spiel ist, dass man es eigentlich überall spielen kann. Denn es gibt ja ausschließlich nur eine einzige goldene Regel: Berühre niemals den Boden, sonst bist du raus. Ging es damals noch um den reinen Spaß an der Freude, geht es allerdings jetzt um satte 10.000 US-Dollar für das Meistern eines Indoor-Parcours. In jeder der insgesamt 10 Halbstunden Episoden treten dann insgesamt 3 Teams bestehend aus jeweils 3 Personen gegeneinander an, und zwar gilt es, so schnell wie möglich einen Parcours in einem abgeschlossenen Raum zu meistern und so viele Teammitglieder wie möglich über die brennende Lava zum Ausgang zu buxieren. Denn pro Teammitglied, welches den Parcours erfolgreich bewältigt, erhält das Team einen Punkt. Insgesamt sind also 3 Punkte möglich, und sollte es am Ende einen Punktegleichstand geben, dann entscheidet die Zeit. Ach, und übrigens, ganz im Sinne der Vielseitigkeit des Kinderspiels, findet der Wettkampf jede Folge in einer thematisch anders präparierten Arena statt. Ich kann euch nur sagen, in einigen Folgen konnte ich mich vor Lachen kaum auf der Couch halten. Hier muss man einfach wirklich sagen, es ist toll, was man aus einem geringen Produktionsbudget alles herausholen kann. Aber was haltet ihr denn jetzt von dieser neuen Netflix-Serie, und findet ihr es im Allgemeinen gut, dass sich Netflix auch an solchen Formaten ausprobiert? Schreibt uns mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und kleine Randnotiz: Auch wenn der offizielle Trailer, den wir euch gleich präsentieren werden, lediglich deutsch untertitelt ist, die einzelnen Folgen stehen euch komplett in einer deutschen Synchronfassung zur Verfügung. Nun aber viel Spaß mit dem Trailer, möge der Stream mit euch sein. Bis bald. It's the hottest game show in history. Hey, I'm out. Three teams dare to make it to the exit without falling in. The team with the most points wins $10,000 and gets to meet me, Rutledge Wood. Hello. Make it from the entrance to the exit, and your team earns a point. Fall in, and you're out. Oh, no! Oh. The obstacle course is colossal. The leaps are epic, and you really want to stick your landings because the floor is lava! Real insects here? Oh my god, there's spiders. Oh no! We've redesigned rooms in a way guaranteed to destroy resale value. Oh no! What the hell does this do? Oh! Stretch arm strong here, bro. Stretch arm strong. Is this your team? Don't fall in the lava! Remember, don't try it at home, though. Please don't try it. Don't try it at home. No, don't try this at home, bro. You're gonna have kids. If you can get some lava in your house, no, try it. Don't.